eine normale Hautfarbe haben wird. Wo auch immer der 62-jährige Amerikaner auftaucht, er wird angestarrt. Mehrfach täglich hört er Kommentare wie »Da kommt Papa Schlumpf« oder »Der sieht aber gruselig aus«. Die Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es macht ihnen oft Angst. Und ich kann auch sehr furchteinflößend sein, wenn ich will oder muss. Aber über die Zeit gewöhnt man sich an die Blicke. Doch auch wenn Paul sich nach außen stark gibt, Ehefrau Joanna weiß, wie es tief in seinem Inneren aussieht. Er ist sehr verletzlich, setzt aber oft ein Lächeln auf und kann manchmal sogar Scherze machen. Aber er ist immer mal wieder depressiv, weil es eben so schwierig ist, die Reaktionen der Leute einzuschätzen. Es gibt Reaktionen, die sind super und andere sind wirklich schlimm. Kinder erschrecken sich immer wieder vor ihm. Er weiß nie, worauf er sich gefasst machen muss. Und das macht es so schwer für ihn, unter die Leute zu gehen. Einen Job hat Paul wegen seines Aussehens schon seit Jahren nicht mehr. Aber wenn er seine Stiefenkelin in den Armen hält, kann er vergessen, dass er täglich zur Zielscheibe für Spott und Häme wird. Seine Familie gibt ihm die Kraft, positiv mit seinem Schicksal umzugehen. Dennoch, die erste Begegnung mit Paul wird Stieftochter Laura nie vergessen. Ich war schockiert. Warum? Ich habe niemanden wie ihn zuvor in meinem Leben gesehen. Aber er ist ein toller und netter Mensch. Und Paul war nicht immer blau. Früher war er attraktiv, führte ein ganz normales Leben. Doch dann starben vor 13 Jahren seine Eltern. Paul fiel in ein tiefes Loch und begann sich auch äußerlich zu verändern. Ich habe plötzlich einen ganz furchtbaren Hautausschlag im Gesicht bekommen. Die Haut hat sich regelrecht geschält, streifenweise. Es war absolut verrückt. In einer Zeitung liest Paul einen Artikel, dass Silberpräparate seine Wunden heilen könnten. In geringer Dosis wurden sie früher tatsächlich in der Medizin bei Hautinfektionen eingesetzt. Doch Paul nimmt immer mehr davon, trinkt sogar literweise Silberlösungen. Konsequenz, seine Haut verfärbt sich blau. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Zeug mein Leben zum Negativen verändern würde, wenn ich es mir ins Gesicht schmiere. Aber Paul hört nicht auf, Silber zu sich zu nehmen. Bis heute. Das Silber wandert tief in die Haut, wo es vom Blut nicht mehr abtransportiert und so aus der Haut entfernt werden kann. Mittlerweile ist deshalb sein ganzer Körper blau. Auch seine inneren Organe. Die sind bislang zwar noch nicht geschädigt, trotzdem, sein Arzt Dr. Thomas Oliver ist machtlos. Wenn er es für richtig hält, weiterhin dieses Silber zu sich zu nehmen, ist das allein seine Entscheidung. Ich kann es ihm nicht verbieten. Er ist davon überzeugt, dass es ihm hilft. Deshalb verschwende ich keine Zeit mehr damit, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, da er sich sowieso nicht ändern wird. Selbst wenn Paul ab sofort kein Silber mehr einnehmen würde, seine Haut wird sein Leben lang blau bleiben. Die Krankheit nennt sich Argyrie. Was würde es mir denn bringen, deshalb wütend zu sein? Was würde es denn ändern? Es würde mein Leben nur noch schlimmer und komplizierter machen. Durch seine eigenmächtige Therapie hat sich Paul optisch vollkommen verändert. Er ist fest davon überzeugt, dass ihm die Einnahme von Silber gut tut und hilft. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis sich seine blauen Organe wehren werden. In Hameln ist heute etwas ganz Schreckliches passiert. Matthias Walter berichtet. Es war kein Hinterhalt, keine Bombe.